Ihr seid jetzt da, ne? Mhm. Ja. Okay, sehr gut. Ich habe an die Zuschauer, ich habe gesagt, wartet mal jetzt noch ganz kurz, bevor wir jetzt hier die Stelle auswählen. Soll ich komplett an den Rand, stehen? Oder ist hier bleib einfach mal da, wo du bist jetzt. Ich muss nämlich jetzt mal Fiber sammeln. Ja. Oder krieg ich den Elch? Wir haben hier einen neuen Elch auch, der ist gerade erst frisch gezähmt, Level 200. Wir brauchen noch einen Sattel. Ja, weiß ich nicht. Also solange wir jetzt kein Metall brauchen und so, kannst du auch so stehen bleiben. Ich würde aber vorschlagen, dass du andersrum parkst, falls ein Titan kommt. Weil ein Titan kann ja nur aus Flussrichtung kommen, sozusagen, von da oben. Ja, also soll ich in die andere Richtung gucken? Ja, würde ich schon sagen. Ich weiß, dass ich ihm entgegenlaufe, oder möchtest du, dass ich dann hier den Abhang runterspringe? Ja, das mit dem Abhang runterspringen würde ich nur als Notfalllösung nehmen, machen also, wollen. Also, okay. Das würde ich jetzt nicht als Basisplan machen. Ja, bitte hoch. Aber was ich halt meine ist, theoretisch der Vorteil wäre, und darum wollte ich eigentlich den Titan dann sogar, muss mal gucken, wie wir es machen. Aber du hast ja einen übelst geilen Überblick eigentlich, dann auch nach unten, und die Leute können an sich nur aus einer Richtung kommen. Das heißt, du kannst nicht so schwer, nicht so leicht überrascht werden. Das geht eigentlich fast gar nicht, solange wir ein bisschen aufpassen. Ja, extrem bestimmt. Das fand ich eigentlich gut an der Stelle hier. Ich weiß nicht, was ihr meint. Jo. Ich hab ne Sniper. Lutz, hast du auch ne Sniper? Yeah. Musst du noch einen Schalldämpfer machen? Ja, gute Idee. So. Und wo ist jetzt dieser kleine Fabrikator? Ach, hier! Okay, jo, den hat André gemacht, der... Ich glaube, den muss er nochmal überarbeiten. Jo. 12.000. Also was auch irgendwie wichtiger wäre fast, finde ich jetzt hier Lutz, ich würde jetzt hier außen erstmal die Ceiling-Reihe endlich komplett durchziehen und an diese Ceiling-Reihe würde ich dann diese Catwalks ransetzen aus Metall. Und da wo wir, die haben die Turrets, da würde ich schon gleich auch die Ceilings aus Metall haben wollen, weißt du? Jo. Also ich würde sagen, wir fokussieren jetzt an dieser Stelle den Titan auf Vordermann zu bringen. Und dann legen wir es schon am Ende dann direkt drauf an, dann noch Action zu machen, würde ich sagen. Jo. Okay. Ich würde die beste Variante. Soll ich kurz zu dem vorkommen? Dann können wir ein bisschen was abbauen. Jo. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch Titans auf der Vulkaninsel sind, oder? Ja, bestimmt. Also es kommt ja auch ein bisschen drauf an, welche Taktik man spielt. Es wird ja Leute geben, die werden wahrscheinlich auch versuchen, einfach viele Gigas zu bekommen oder so. Und dann macht es natürlich übel Sinn, auf der Vulkaninsel den da hinzustellen. Das kann auf jeden Fall sein. Aber ich bin, weiß ich, mit Giga... Da also, schießt ja zwei Raketen drauf und sein will. Ja, genau. Also ich finde, also unsere Taktik ist... Kann sein, dass unsere auch... Das nicht die beste ist. Wir werden sehen, unsere Taktik ist einfach jetzt den Titan bösartig aufzurüsten, sodass von ihm der ganze Damage ausgeht. Das ist natürlich der Nachteil, dass wenn der Titan tot ist, ist es vorbei. So ist klar. Mhm. Aber gut, das ist bei jedem Tribe so. Also von daher, das Wichtigste versuchen wir am besten zu schützen, indem wir dem am meisten Feuerkraft geben. Und auch am meisten damit Action machen können. No. Ich bin jetzt an der Seite, also wir können ein bisschen mehr Fall holen. Alter, habt ihr mal den Köttel gesehen vom Dano? Das haben wir auf jeden Fall auf und packst in irgendeinen Crafter. Okay, Moment, den muss ich mir mal angucken eben. Alter, der ist größer als der Hirsch. Warte, ich will den aussehen. Ein riesen Kackhaufen. Ist der größer als der? 4 Sekunden, 3 Sekunden, der ist nicht gleich weg. Oh nein. Mach einen Screenshot. Haben. Kannst du ihn nochmal fallen lassen? Warte, wo bist du? Wo bist du? Komm, bring den mal nach oben. Alter. Der heißt Massiv, ne? Massive. Echt, du hast dem schon einen Namen gegeben, den Kackhaufen? Nein, der nennt sich so. Komm mal her. Kann das sein, dass du deinen stolzesten Bergen immer einen Namen gibst? Alter, guck dir. Du musst Alan wieder lachen, ne? Oh, ein Klicker mit. Ey, da kannst du dich drin verstecken, ey. Alter! Das ist voll die Taktik, ey! Da kannst du dich voll drin verstecken. Oh ja, ey, das nächste Mal, wenn wir jemand raiden oder so, haben wir einfach so Kackhaufen dabei und dann, weißt du, schießt du von hier aus. Alter, das kriegt keiner mit, ey, das ist ja der Knaller. Ja, wenn da so 10 solche Haufen nebeneinander sind, kriegt keiner mit. Ey, ohne Scheiße. Ja, riesig. Mann, die komposten ja im Inventar. Oh Leute, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass hier jeder so einen Kackhaufen dabei hat. Das ist übrigens gut zum Verstecken. Wir brauchen Fertilizer-Boxen da halten, die sich am längsten... Das ist eigentlich ein bisschen glitchy.
Aber was eigentlich, aber es ist auch lustig. Warte mal, ich muss mir das nochmal angucken, ich bin noch unten. Wo seid ihr? Oben drauf. Ey, wir könnten dann, wir könnten theoretisch, dann, sagen wir mal, so irgendwie volle Breitseite, hier diese Breitseite, Kanonenbeschuss und so, und dagegen ist ein gegnerischer Titan. Dann könnten wir die komplette Linie hier, den kompletten Balkon mit Kackhaufen vollkleistern, und dann wüssten die nie, wo wir sind. Witzig. Der Knaller, ey. Oh, ist so schlecht. Boah, ist der groß. Oh, der wackelt. Jo, pass auf, steck lieber weg, bevor er wegwitscht hier. Warte. Schank, Schank. Jetzt guck mal, dein Kleiner, ey, Hammer, was ein Unterschied. Ja, ich kann da nicht mithalten hier, guck mal. Nee. Sehr schön. Stell den mal daneben. Wir brauchen übrigens ein bisschen Holz, was das jemand noch fahren kann. Holz? Fortress. Ja. Warte mal, mit Titano war doch viel, so oder gut. Oh. Alles weg irgendwie. Oh. Was ist weg? Holz. Das ganze Holz. Ja, für die Raptor. Wollten wir jetzt eigentlich hier hin oder sind wir jetzt hier gerade mit zum Farmen? Weil ich würde sagen, wir lassen den Titan jetzt echt irgendwo stehen und fahren halt mit den kleinen Tieren. Die können auch echt viel tragen. Wir bleiben jetzt erstmal eine Weile hier, weil wir hier relativ in Ruhe den Titano jetzt ausbauen können. Weißt du? Also stehen wir jetzt genau an der Stelle und nicht beim Fluss. Es kann mal sein, dass wir uns mal 50 Meter weiter bewegen. Also. Aber da kommst du auch dann noch so hin zu Fuß. Also. Okay. Alter, was ein Schiss. Halt, ich muss erst die Muni einsammeln, ne? Jo. Pick up. Bam. So, dann den Catwalk wegmachen. Hier, von der Isens hast du schon alles aus Metall gemacht? Größtenteils, ja. Okay. Dass nicht die ganzen Sachen direkt alles zerfliegen. Ja, das ist gut. Also das können wir, glaube ich, auch gleich komplett machen. Also die Wände, dass wir zumindest erstmal so ein bisschen Schutz nach außen hin haben. Ja, vielleicht, man könnte jetzt drüber nachdenken, wenigstens noch die untere Wandreihe dann. Also die auch schon teilweise angefangen hast, die auch schon aus Metall zu machen. Alles, was dann genau, drüber ist, ist nicht ganz so wichtig dann. Das machen wir dann alles dann später, wenn wir Super Fortress haben. Na, das kann man erstmal aus Stein machen, würde ich sagen. Richtig. Wieso ist denn die Ceiling obstructed? Wegen der Tür? Alles klar, okay. So, Ben. Das Ding ist, wenn ich jetzt noch eine Ceiling baue, kann ich nicht noch einen Catwalk dran setzen, ne? Probier's mal eben. Ich glaub nicht, nee. Aber es wird nicht gehen. Ich teste mal. Nee, alles klar. Im Titano ist jetzt ein bisschen neues Metall, falls das wer einsortieren will. Jo, mach schon was. Oder wir stellen dann hier die Kanone drauf. Machen wir's so. Ein bisschen Holz. Wo wollen wir denn mal jetzt hier anfangen? Machen wir mal hier, können wir Tools brauchen. Muss ich hier wieder wegmachen? Ja, weil die Catwalks sind schon besser, das hat auch Mo hat das empfohlen, weil die Turrets dann besser nach unten schießen können. Gerade hier macht das übel Sinn. Ja. Ich hatte vorhin, konnte ich keine bauen, bei dem rechts vorne. Ich mach's jetzt einfach so hier. Ja, mehr wird nicht gehen, wahrscheinlich. Wie jetzt hier, wie es jetzt hier ist. Kannst du das denn an Kulu mache ich gerade? Kann ich gleich machen. Ich bring gerade noch das Metall dann zum Titan. Aber wenn ich ihn hier baue, das Turret kriegt da keine Stromverbindung. Wir müssen die Kabel mal ausbauen. Ach da, okay, alles klar. Richtig voll. Jo. Für jeden. Oh, der Titano ist gleich voll. Also, wir sind jetzt bei 44. Okay, dann ist mal Stopp. Ist der Hirsch über dir, Greta? Ja, ich bin so... Wenn man von dir aus guckst, rechts daneben. Ich kann dich überhaupt nicht sehen. Okay, Mist. Also ich kann einen Baum noch sehen. Sonst kann ich auch nichts sehen. Ich seh dich. Glaube ich. Ist auf irgendwas drauf? Auf den Hirsch, aber also du wirst mir noch nicht mal angezeigt. Ein blödes Loch, was du da gefunden jetzt, hast. Jetzt sehe ich dich. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Ich mich mal um. Zumal ich kann mal einen Grappling Hook in das Loch werfen, vielleicht kommst du ja da dran. Okay. Lan, wie ist der Perlenstatus? Ich bin auf dem Rückweg. Wunderbar. Das ist ja dieser Fluss, den siehst du da bestimmt, gell? Ja, ich habe auch den Fluss versucht zu folgen und hochzulaufen, also, ne, daran hochzulaufen, aber irgendwie das nicht ganz so funktioniert. Oh, der Titan wurde wieder geschissen. Ne, so. Nein. Okay, also wenn wir Gewichtsprobleme bekommen, dann würde ich jetzt einfach einen großen Rahmen alles mit Metall außen ausbauen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn das okay ist. Scheint das so... Na, die ganzen Fenster meinst du, ha? Ne, erstmal den Balkon. Die Fenster mache ich auch okay. Gleich.
Ich mach grad aus Stein erstmal ein paar Stockwerke. Also Balkon drauf. Und Turrets wäre vor allem erstmal geil. Dass wir den erstmal wenigstens oben das mit Turrets alles schön vollgedeckt haben. Ja, dann mach das und ich mach erstmal das Haus aus Stein weiter. Wir können ja mal Fabrikator, wie viel Metall ist jetzt hier drinne? Wie viel Metall brauchen wir für eine Superforge? 2500. Dann würde ich sagen, dass wir mal irgendwie so 2500 Metall wirklich in den Fabrikator drinnen lassen. Dass wir dann instant gleich den ersten machen können, dann definitiv. Der Kasten wächst. Ah, wisst ihr, was ich mir gerade wünsche? Die Glasmetall-Mod so ein kleines bisschen. Ja, ne? Ich wünsche mir die immer. Ja. Ja, super. Ja, vielleicht das nächste Mal. Mal gucken. Ich wollte sagen, es ist die erste Titan-Staffel. Da gibt es ja für später bestimmt noch Luft nach oben. Jetzt hat doch schon einer geschrieben, dass es eine Mod gibt, womit man Titans leveln kann und so. Aber von sowas lassen wir jetzt natürlich erstmal die Finger von so einem Scheiß, weil wir dann nicht wissen, wie sich das auswirkt. Aber gäbe es natürlich auch viele andere Möglichkeiten, das dann weiterzuentwickeln. Aber lass mal gucken, ne? Wie jetzt hier die erste Staffel wird und wie es ankommt und so. Wir sagen, es jetzt noch nicht so viel passiert, aber allein dieser eine Moment, wo der eine Titan da vor uns stand, ey, das Gefühl, das war sehr, sehr cool gewesen, auch wenn, weiß nicht, ob es rüberkam. Ich war dann da ganz schön Schiss in der Hose. Ein Massiv? Ne, massiv nicht, ne. Was soll ich jetzt eigentlich mit diesem riesengroßen Kackhaufen machen, da will ich im Inventar. Das Beet werfen oben. Was habe ich sowas, habe ich noch nie gemacht. Dünn. Wo ist denn das Beet? Da oben, wo der Stuhl ist? Auf dem Dach oben. Oben, wo der Stuhl ist. Ja. So, ich hau den einfach nur ins Inventar rein, oder was? Mhm. Okay, jetzt. Dann kriegt das Beet Fertilizer. Macht das eigentlich einen Unterschied, dass das so ein riesengroßer Kackhaufen ist? Ja. Jawohl. Okay. Von dem Prontos kriegt man da auch so einen massiven Kackhaufen oder nur von dem Titan? Nein, der ist kleiner. Ist zwar schon groß, aber kleiner. Also ist das der größte Kackhaufen in Ark? Korrekt. Wollen wir die Staffel umbenennen? Irgendwie? Also ist nicht. Kackhaufen Wort oder? Rindenkacke. Aber stell dir mal vor, diese Riesenaffen hier, die es bei Anunnaki und so auch gibt, die würden mit diesem massiven Kackhaufen rumwerfen, so wie die kleinen, weißt du? Wetter, kommst du irgendwie an dieses Dino, an dieses Rhino ran? Nee, ich sehe es, aber. Also wo halt, siehst du es denn? Ich sehe so ein Viertel. Nee, ich glaube, über mir ist eigentlich, wenn ich mit K gucke, ist glaube ich über mir noch eine Steinwand komplett zu. Ja, aber ich kann durchgucken. Ja. Ich kann halt durchgucken nach oben, aber man kann nach unten nicht sehen. Also ich sehe das Rhino da lang, glaubt. Sieh dir, schaust du auch immer hin und wieder mal oder irgendjemand anders, dass hier nicht irgendwas kommt von hinten? Hey, du läufst über ich mir, Bug. Ich guck gar nicht. Kommst du dran? Du guckst gar nicht. Nee. Nee, ich bin hier ganz selten an den Fortes Haushalten. Okay, gut. Also momentan sieht's sauber aus. Ich halt gerade Ausschau. Ich bräuchte noch Holz, ne? Ja, Holz ist der Mangelware, aber ich kann in den Titan noch nichts mehr reintun. Das ist doch voll. Das ist ein Losladen. Ja. Dann schmeiß ich Chitin raus. Was? Sind da. Ah, sehr gut. Hau das Chitin in die Dings. Was? Rein. Die Mörser. Die Mörser wozu? Okay, Mo, meinst dann mach mal Scuba und dann kann Lan gleich wieder losziehen und fliegende Insel dann schön Perlen holen dann. Ja, Moment. Unter der fliegenden Insel, richtig? Genau. Richtig. Da ist alles voll damit. Scheiße, ich brauche was zu trinken. Ich hab ein bisschen Platz gemacht. Und dann steht da ein Titanosaurus und ich spring da voll rein, ne? Haben wir irgendwo was zu trinken? Nee, aber kannst du mal so eine Flasche machen? Ja, die bringt mir ja ohne Wasser auch nicht viel. Na, aber wenn es regnet, kannst du eben auffüllen. Wo holt ihr denn euer Trinken gerade? Beziehungsweise direkt einen Fluss neben uns. Vom Regen. Ach, hier ist ein scheiß Fluss, Alter. Jo, Mann. Okay, mache ich das. Die Bären sind im Fabricator, also wenn jemand die Scuba machen kann, ist ja ganz nett. Ja, anscheinend sind schon 5 Tanks drin und keiner hat was gesagt. Ja, aber es geht doch um die Flossen, du brauchst keine Perlen für ein ja, die eine Flosse habe ich gemacht. Die müsste drin sein. Okay. User joined your channel. So, okay. Dun, 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 dun. Achso, wie erstellt man denn einen neuen Charakter, wenn der alte nicht gestorben ist? Geht das überhaupt? Nee. Nee.
Denn Create New Survivor nur, wenn du tot bist? Dann müssen wir halt von LAN die Idee jemand ausführen. Also eine Granate hab ich. Oh, 140er Sabertooth, den mach ich auch nochmal eben. Du machst dich jetzt auf Sabertooth, wa? Mhm. So, wie, machen wir noch ein Stockwerk drauf, oder? Sind wir jetzt hoch geworden hinter mir? Lutz hat angefangen. Wie hoch sind denn die Superforges? 6 hoch. Und das ist jetzt wie hoch? Das sind 3. 4. Das ist 4. Ja, du solltest so hoch machen, erstmal wie die Superforges sind, theoretisch. 2 Stück müssen noch drauf. Und vielleicht wollen wir ja irgendwann noch eine 2. Etage draufsetzen, weißt du? Also. Was denn? Ja, das wird am Ende darauf hinauslaufen, dass hier ganz viele Hochhäuser rumrennen, ist wahrscheinlich. Und zwar, wenn es so ist wie hier, Mo, was setzen davon? Ja, da kann man die Ecke was setzen hier. Mal eine andere Frage, Xenia, setz dich mal bitte auf den... Könnte nämlich hier auch mal eins ransetzen, glaube ich. Guck mal, so hier. Das mache ich selber. Das ist da eigentlich, weißt du, da kriegst du viel mehr nebeneinander eigentlich. Und ich weiß nicht, ob die dann weniger flexibel schießen können. Wird nämlich hinterher mit dem Steuern ganz interessant. Doch, muss eigentlich gehen so. Ja, doch, das geht. Also hier auf die Ceiling würde ich die Kanone sozusagen setzen. Ja. Und dann machen wir hier wie so Flügel hier längs. Ich kann sie erstmal lassen, wir können sie erstmal ausprobieren. Ich lasse das hier erstmal alles so stehen. Wir brauchen ja sowieso dann erstmal Turret. Ja. Einziger Nachteil an der Sache ist natürlich, dass sie dann nur das eine Catwalk erwischen müssen, dann würde die ganze Reihe Turrets verschwinden, was natürlich schon wieder scheiße ist. Mhm. Beziehungsweise wird es reichen, das Ceiling wegzumachen. Ah, okay. Nee, wenn ich drüber nachdenke, gefällt mir das nicht so gut. So, hinten würde ich auch mal eine Ceiling machen mit einer Kanone, falls wir verfolgt werden. Also, ich mache erstmal ein Ceiling hin, da würde die Kanone dann hinkommen. Stelle ich mir auch geil vor. Er wird mal verfolgt und dann beim Rückzug dann auch irgendwie draufballern oder so. Das könnte interessant werden. Okay, ich sehe gerade, die Steine sind alle. Da kommt die Tano da vorne! Wo? Bin auf dem Itano drauf. Okay, nee, so. Waren wir noch zu ruhig, ich wollte mal, dass alle wieder ein bisschen wach werden hier. Boah, echt jetzt? Bleib stehen hier. Du bist ein Kunde, ey. Ich. Ja, war nicht schlecht. Theoretisch könnte jederzeit einer kommen. Das ist mir alles zu entspannt hier. Ja, wie gesagt, der von Republik, der ist ganz oben auf dem Eisberg, ne? Der ist gar nicht mal so weit weg von uns. Eisberg Schneeberg. Oder Schneeberg? Schneeberg. Das hab ich von Bienen. Nee, soll ich Schneeberg sagen oder Eisberg? Ja, weil es einen Unterschied gibt zwischen dem Eisberg und dem Schneeberg. Ja, deswegen hab ich's gelernt. Das Piraten, der eine ist aus Eis, der andere aus Schnee? Krass, Lutz. Gut, dass du wieder da bist. Huch. Ja, hätte mir einen Delfinsattel mitnehmen sollen, wisst ihr das? Ich hab bis 210% Crafting. Die Rüstung aus dem Fabricator getragen. Bitte? Irgendjemand hat meine Rüstung aus dem Fabricator geklaut. Fabricator? Ich mein's nicht. Achso, da hatte ich mir gerade nochmal einen Satz rausgenommen. Wusste ich, dass das deine ist. Das ist Satz von dir. Sehr gut. Der lag da so lange drin, hab ich mir gedacht, nimmst du mal mit. Mhm. Ah, shit, ich brauch was zu essen. Hunger! Im Titan. Was, wo? Nicht im Lagerfeuer? Im Titan ist auch noch, guck mit, kannst mal gucken. Wow, übelst hier. Kann ich mir mal richtig viel rausnehmen hier. Mhm. So, jetzt bin ich wieder satt. Nur weiterbauen. Also, ich hoffe, ich irre mich da jetzt nicht. Ich muss erstmal die Leiter jetzt hier auswählen. Schum, 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 schum.
Baumat Spaß. Ah shit, das muss ich. Ah doch, das soll ich das hier angesetzt. Ja, der Baum ist einfach so runter, hm? So. Nein! Was denn? Okay, ich hab's easy überlebt, kein Problem. Vielleicht mal gucken, ob hier einer kommt. Übrigens, so eine Fake-Meldung mache ich nicht nochmal. Ne? Nicht, dass das dann ist hier wie mit den Wolf und den Schafen und wo die denen dann nicht geglaubt haben. Zu spät. Einmal, ne? Instant verkackt. Die nächste Antwort auf sowas ist, ah ja, laber nicht. Ja, wie hat meine Oma immer gesagt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er die Wahrheit spricht. Alle so schlaue Omas. Mhm. Ja, ja. Warte mal, ist das cool so? Ich brauche noch ein paar Steine, ne? Na, Steine hatte ich eigentlich gerade reingetan. Oh, anscheinend nicht wieder. So, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil da komme ich ja gar nicht rüber. Ich muss erstmal jetzt hier nach oben. Ach du Scheiße, wir bräuchten eigentlich ein Baugerüst. Jetzt muss ich hier drauf springen. So. Die Leiter müssen wir dann erstmal wegmachen. Bam. Setze ich die Leiter erstmal weiter runter. Ja, komm mal. Und so. So. Du, Achtung, du kommst noch nicht ganz runter, du kommst nur auf. Okay. Ah! Leider war die leider nicht lang genug. Scheiße, das war nicht mal mit Absicht, ne. Aber warte mal, kann ich von hier zu Ende bauen? Nee. Warum denn nicht? Weil es zu hoch ist und du zu klein. Ach so. Wenn ich im Mountainfall bin, ich durch. Mau, welches Level? 82,5 gleich. Oh, streng ich doch mal an. Ja, das geht halt nicht so schnell. Ja, aber da fehlt jetzt nicht mehr so viel, das klingt doch gut. Ich habe jetzt 220% Crafting Speed. Nice. Schwarze Perlen haben wir nicht da, oder? Nee. Schade. Hätten wir vielleicht noch Suppe machen. Okay, ich hatte gerade einen sehr interessanten Bug. Ich bin auf die Leiter gegangen, auf der mittleren Ebene, und war plötzlich an der Leiter ganz oben. Sehr interessant. Der Bug's wieder. Okay, ich muss jetzt vorsichtig sein, wenn ich nochmal runterfall, bin ich tot. Wie sieht das doch mal an? Okay, sehr gut. Fängst du mich auf? Wer auch immer gerade auf dem Hirsch war. Soll ich dich abschütteln? Der Titan wurde beschossen. Okay, ich höre es ein Lachen im Hintergrund. Das ist sehr lustig. Schüttel dich ab. Okay. Ich bin runtergefallen, bevor du schütteln konntest. Mist. So ist das manchmal. Okay. Hast du gesehen, von wo der Schuss kam? Ich glaube, Bugs hat einfach nur drauf geschossen. Ah, guck mal hier, das sieht doch schon richtig geil aus mit der Metallleiter. Das gibt doch richtig was her hier. Wie das in der Sonne glänzt und so. Also ich will mal meinen, das ist die schönste Metallleiter, die je gebaut wurde, oder? Guck mal, den Titan gefällt Heldstand. Auch. Thank you.